Alter, was ist denn das jetzt für ein Brocken? Ich will hier ganz locker und entspannt am Ladoga schön auf Saiblinge gehen. Jetzt ballert auf einmal irgendwas Mächtiges rein. Ja, was auch immer das ist, keine Ahnung. Richtig viel Power hat es nicht, aber irgendwie Gewicht. Vielleicht ist es einfach nur ein dicker, fetter Zander. Kann ja gerne sein. Ich teste hier gerade am Ladogasee verschiedenste Köder. Beste Farbkombination. Ich bin hier mit Texas Rig unterwegs. Heißt also, wir können eine farbige Perle nehmen plus einen Gummiköder. Beste Farbkombi bisher gelb-blau. Das ist das, womit ich jetzt gerade verschiedenste Köder teste. Ich kann die Bremse leider nicht weiter hochdrehen. Mehr geht gerade nicht. Ich habe hier auch vom Vorfach her, da gehen wir gleich im Set noch natürlich nochmal detailliert drauf ein, nur 9 Kilo Vorfach. Also ich bin hier relativ fein unterwegs. Deswegen so ganz gewaltig schwer wird der Brocken hier nicht sein, der gerade dran ist. Aber er wehrt sich halt schon mal ganz gut. Und oh, jetzt hat er sich ein bisschen gedreht. Ei, ist ja krass. So, komm. Ist immer noch dran, sehr schön. So. Oh, der hatte aber Bock. Es ist gerade schon wildes reingerasselt, ey. Wir gucken gleich mal rein hier in den Kescher. Sieht bisher auch schon wirklich ganz gut aus. Bisher war es übrigens nicht regnerisch. Das fängt jetzt gerade eben erst an. Passend, wo ich hier das Video anmache, fängt es an, auf einmal zu tröppeln. Also es war bisher nicht regnerisch, es war aber auch nicht sonnig, sondern irgendwie so ein bisschen bewölkt die ganze Zeit. Und ja, so von den Ködern her, wie gesagt, bisher, die gehen wir auch gleich nochmal durch. Vom selbstgebastelten bis zum normal gekauften. So, und es ist tatsächlich ein dicker Zander. Kannst du nicht ausdenken, was der Power jetzt gemacht hat. Krass, oder? Immerhin 5 Kilo Zander. Schmeckt eigentlich. Zander ja gar nicht verkehrt. Bringt auch ganz gut Kohle rein. Von daher mitgenommen. Und böse drum sind wir absolut nicht. Weil, ja, bringt halt auch die Kohle, ne? Also, bisher, wie sieht das aus? Ein bisschen wild sieht das aus. Gerade hier mit so einem ollen Stint als Trophy. Auch nicht schlecht. Ripusmarine da drin, Quappe drin, Döbel drin, Ludoga und Bachsaiblinge, die sollten es ja eigentlich werden. Aber bisher echt kunterbunt und ohne Scheiß, ich bin echt zufrieden. Und ich teste hier an 3 Stellen, kann man eigentlich sagen. Das heißt, ich mache mal eben die Map auf. Ja, ich wandere gerade. Eigentlich stand ich anfangs eher so hier in diesem Bereich, also ziemlich genau hier so. Und ja, mittlerweile wandert es halt hier alles so rüber. Man treibt halt mit dem Wind einfach ein bisschen ab. Aber ich habe bisher hier hingeschmissen, ich habe hier und hier hingeschmissen und ich habe natürlich auch hier in Richtung 18 Meter Loch geschmissen. Also das sind so die Stellen, die ich abwerfe. Und was ich auf jeden Fall immer abgeworfen habe, machen wir nochmal. Genau, ist eigentlich hier so in Richtung 11 Meter Loch. Ich werfe da nochmal eben rüber. Zack. Relativ entspannt. Und was ich noch geändert habe, beziehungsweise was ich variiere, sind zum einen, ich sag mal, die Einholgeschwindigkeit, beziehungsweise dieser Intervallmodus, wie ich ins Jiggen reingehe. Man kann ja eine relativ lange, also man macht eine Drehung, macht eine relativ lange Pause. Oder man macht eben wirklich vielleicht sogar nur eine halbe Umdrehung und geht dann vielleicht deutlich schneller mal dran. Und das habe ich ein bisschen variiert und immer mal wieder getestet. Vom Gefühl her war es jetzt zuletzt mit einer schnelleren Umdrehung, schnelleres Intervall also, und kleinere Umdrehung war es besser. Die Frage ist, tja, ist das jetzt wetterabhängig gewesen? Ist das für den Fisch eher entscheidend gewesen oder? Bisher muss ich sagen, habe ich da noch nicht so ganz eindeutige Ergebnisse. Denn ich weiß, in der Vergangenheit stand ich hier auch schon mal mit Einholgeschwindigkeit 12 oder sowas. Super langsam hier durchgeballert. Hat auch funktioniert. Vielleicht hast du da auch irgendwo deine Erfahrung gemacht. Wenn ja, gerne mal unten drunter schreiben. Freuen sich natürlich auch die anderen, die hier den Spot gerade testen. Ansonsten ja, wie gesagt, von den Ködern, da gehen wir natürlich auch gleich nochmal schön im Detail durch. Vielleicht gucken wir gleich einfach, zack,
Gucken wir gleich einfach nochmal in den Kescher rein. Übrigens aufpassen, richtig, richtig wild. Gerade die Saiblinge ballern ja seit einigen Monaten richtig wild rein. Gerade so beim ersten Biss. Dementsprechend gut aufpassen, dass ihr die Bremse nicht zu hoch habt. Sefo hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Also, wie gesagt, die Bremse nicht zu hoch haben, denn sie ballert halt bam, richtig ans Limit einmal. Und dann geht der Saibling erst quasi normal in den Drill rein. Aber dieser Anbiss ist halt seit Monaten richtig, richtig wild. Es macht übelst Bock. Aber wie gesagt, aufpassen mit der Bremse. Ich hatte da Glück. Bei mir ging das in den roten Bereich direkt. Aber eben kurz vor Ende war dann die Bremse offen. Und Glück gehabt, würde ich sagen, bei mir gerade. Mit den ersten dicken Saiblingen. Auch Ladoga-Saibling, wie gesagt, die hier reingegangen sind. Alle gleich. Die ballern halt übelst rein. Und dann entspannen sie sich aber danach wieder. Also, einfach schön jiggen. Was ich hier übrigens mache, ist die ganze Zeit mit der Tastatur jiggen. Jeder, der das Einholen auf der Null schon gelegt hat fürs automatische Einkurbeln, ist hier einfach auch ganz gut bedient damit. Man ist da nicht am Hin und Her wackeln. Ich werfe einfach in eine Richtung. Es ist ganz entspannt. Immer zwischendurch hier die Null drücken zum Einkurbeln. Und gut ist. Finde ich absolut chillig. Man hat nicht die ganze Zeit so die Maus in der Hand und kann das einfach nebenbei machen. Irgendwann guckst du dir vielleicht einen Stream an oder guckst dir ein paar YouTube-Videos an und nebenbei läuft dann automatisch das Jiggen. Kann man super machen. Übrigens auch fürs Wacky-Rig-Angeln und sowas mache ich das ganz genauso. Beziehungsweise dann noch sogar mit der rechten. Ich habe hier die Komma-Taste dann auch noch belegt. Das ist dann die rechte Maustaste. Und dann habe ich die beiden Tasten auf dem Nummernblock. So, jetzt kurbeln wir mal eben automatisch wieder ein. Zack, 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 zack. Eben reinholen. Ich werfe nochmal in die andere Richtung. Wenn das hier so lange, wenn da nichts kommt, dann einfach der Wechsel. Und dann geht es mal auch in die Richtung hier wieder. Einfach immer, ja, einfach abfächern sozusagen. Ne? Also ich habe hier wirklich die verschiedensten Ecken, die verschiedensten Winkel. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4 Stellen. Wenn da nichts geht, Köder wechseln. Wie immer beim Spinning, beim Kunstködern, beim, ja, das Testen sozusagen. Das ist eben das A und O. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass man beim Texas Rig die Farbe der Perle variieren kann. Da sagt man ja in der Regel Komplementärfarben, also Farben, die quasi genau im Gegenteil liegen. In meinem Fall wäre jetzt hier zu gelb natürlich die Komplementärfarbe blau. Wenn euch das alles nichts sagt, einfach mal googeln. Ist gar nicht so schwierig. So, gucken wir mal. Kommt da noch was ran? Zack, nee, hier wohl gerade nicht. Heißt also, ich werde auch hier gleich wieder den Köder ändern. Es sind zwar ein paar ganz gute reingegangen, vor allem ist hier auch ein bisschen was Wildes dabei gewesen. Oder ich werfe nochmal Richtung Leuchtturm. Ich habe so ganz oft, habe ich mit dem noch nicht geworfen. Ich glaube, ich werfe sogar nochmal. Einmal machen wir noch einen Leuchtturm. Zack. Oder wir ändern den. Das war ja hier der Provoker. Ich gehe einfach von oben durch hier, ne? Von oben die ganzen Gummifischis durch. Weißt du was, wir nehmen mal den hier. Ich hatte jetzt gerade den Vierer. Und jetzt nehmen wir mal den Siebener. Der ist ja auch noch gelb. Ist zwar schon ein bisschen ranzig. Aber der ist jetzt gelb mit der roten Nase. Ballern wir den mal rein. Zack. Raus damit. Und gib ihm. Ja, wie gesagt, wir ziehen hier einmal noch durch. Und dann gucken wir natürlich nochmal in das Setup rein. Wie das denn alles so aussieht. Und wie das aufgebaut ist. So, lieber ein bisschen feiner bin ich hier unterwegs als zu stark. Und dafür dann einfach lieber ein bisschen mehr Schnur mitnehmen. So, jetzt sind wir auch drin hier im Jig. Jig-Führung steht da wieder. Zack, ich versuche mal ein bisschen schneller jetzt. Zack. Zapp. Bisschen Pause ist halt immer noch wichtig. Und dazu kommt, apropos schnell, wenn man jetzt hier sieht, ich glaube, ich bin gerade auf Einholgeschwindigkeit 50, aber ich habe eben auch hier eine sehr, sehr langsame Rolle. Also da jetzt nicht irritieren lassen, gerade wie gesagt hier Einholgeschwindigkeit 40. Wenn ich überlege, mit der größeren Rolle, mit einer schnelleren Rolle, wäre ich hier vielleicht bei einer 25 oder 30 vielleicht unterwegs oder eben noch langsamer. Also so super schnell, weiß nicht, bin ich gar nicht so der Fan von. Kann man machen, alles ausprobieren, alles testen. Ich bleibe erstmal bei einer Geschwindigkeit und teste erstmal hier, wie gesagt, dieses Intervall.
entweder dieses langsame oder eins, zwei, zweimal kurbeln. Auch das eben die Möglichkeit, wenn ihr schlecht reinkommt in diese Jig-Führung, dann einfach ein bisschen länger jiggen und dann lübt das schon. Ganz anderes Thema natürlich dann auch bei Gewässern mit Strömung. Da muss man dann natürlich auch gucken. Die Strömung beeinflusst natürlich auch das Absinkverhalten des Bleis. Und dementsprechend müsst ihr dann eben gucken, ob ihr dann vielleicht nochmal deutlich schneller mit der Strömung seid. Oder je nachdem, was ihr eben, wenn es halt gegen die Strömung geht, muss meist auch das Blei vielleicht ein bisschen schwerer sogar noch sein, dass der Köder oder der Jig halt schnell wieder nach unten kommt auf den Grund. Ja, jetzt haben wir sogar gerade wieder Wechsel. Zack, da geht noch einer rein. Wechsel von Regen auf Sonnenschein. Zack, kommt auch der Biss. Ob das jetzt daran lag, gute Frage. Schauen wir mal, was noch mit reingeht. Der ist gerade nicht hart eingestiegen. Vielleicht ist es noch eine Quappe oder sowas. Ne, tatsächlich. Komm mal ran hier. Ludoga-Saibling. Tatsache, Alter. Ludoga-Saibling, wie er im Buche steht, Alter. Schön mit diesem grünlichen Schimmer da drauf. Unten das Saiblings-Orange-Rot. Nice, Alter. So soll er aussehen. Sehr schick. 1,7 Kilo. Schmeckt auch. Also passt. Guck mal nochmal eben rein ins Setup. So sieht das aus. Ich bin hier natürlich mit dem Sahnestück des Gummifischangelns unterwegs. Mit der Wexila. Eine Route, die man sich, glaube ich, getrost einfach mal mit in sein Gesamtsetup reinstellt, weil jeder, der halt irgendwie Bock hat auf irgendeine Art dieser Jig-Montagen, ist damit halt wirklich top bedient. Selbst wenn man da noch nicht mal Skillpunkte drin investiert hat, hat man ja mit der Route, mit der Verwendung der Route sofort automatisch 3 Punkte drin. Ich habe da Skillpunkte drin in Texas Rig. Dementsprechend habe ich jetzt 6 Punkte sozusagen in Verwendung mit der Route. 6 Punkte erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Trophäen. Also das ist schon richtig, richtig nice. Ja, also den Köder, damit verliere ich natürlich gerade ein paar Prozent an Attraktivität auf diesen Köder. 44% Verschleiß. Ja, so ein bisschen nudel ich den auch durch und ich glaube so Richtung 50 haue ich den dann auch weg. So ganz lang muss man die Dinger ja nicht nutzen, sind ja auch nicht so super teuer. 1er Haken verwende ich gerade, blaue Perle drauf, 17er Blei muss eben auch passen hier mit dem Wurfgewicht der Rute. Wie gesagt, Fluorocarbon in 9 Kilo, 15 Kilo Vorfach und so weiter. Und dann hier gerade die Full Metal gibt es am Weihnachtsmarktstand. Aber wie gesagt, da tun es auch andere Rollen, vor allem welche, die ein bisschen schneller sind als hier nur 4,5 zu 1. Das ist doch schon ziemlich langsam. Also raus damit. Ich treibe, glaube ich, immer noch ja, so ein bisschen weiter. Also ziehen wir mal so ein bisschen weiter rüber. Also vorhin, wie gesagt, ich stand deutlich weiter da drüben. Hab da natürlich mehr quasi so geworfen. Ne? Also hier so, ich stand in dem Bereich. Hier parke ich in der Regel. Und dann werfe ich hier so hin und dann hier hin. Ne? Also einfach so sternförmig. Jetzt mittlerweile so weit weggetrieben. Naja, noch geht's, ne? Kann man das alles so machen? Ja, wie gesagt, aufpassen aufs, auf die Bremse. Wenn ihr euch anfangs unsicher seid, lieber 5 Stufen weiter unten als zu hoch. Zack, hochstellen kann man immer noch. Das ist immer kein Problem. Und dann lübt das auch. Dann geht das doch ganz gut. Ich würde sagen, in den Kescher schauen wir auch gleich nochmal rein, wie sich das Ganze denn hier auch lohnt. Und vor allem, wieso die Fische im Einzelnen sind vom Preis. Dann könnt ihr einfach selbst auch entscheiden. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr gleich, wenn ihr das testet, einen Köder, der halt ideal ist auf einmal für einen Zander und ihr zieht viele Zander raus. Dann macht doch den Kescher einfach voll mit Zandern. Wenn es denn lübt und ihr habt gerade da einen passenden Köder für, dann gönnt euch die Brocken. Da haben wir zum Beispiel den nächsten kleinen Zander. Sehr schön, das ist aber ein bisschen lütt. 1,8. So, ich ändere den nächsten. Heißt also, ach so, genau, welche habe ich verwendet bisher? Ich habe den natürlich verwendet, den normalen Gummi, den Schaumgummi. Alles in Gelb zurzeit nur. Den habe ich übrigens noch gar nicht verwendet, könnte ich eigentlich gleich mal dran machen. So, genau, auch ein großer Klassiker hier. Dann hatte ich den mit dran, den Twister, der war auch nicht schlecht. Der hat auch, ich glaube, da war der auch die Ripus-Marine auch mit drauf. Und Stint. Stint-Trophy ist auch mit reingeballert. Also ganz wildes Ding. Funktioniert auch. Maggot habe ich auch probiert. Da war irgendwie, das war nicht so erfolgreich. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, hier bei den Provokern gerade angekommen.
und es geht nochmal weiter. Ich würde sagen, hier diese Tiny Fish in Gelb-Gold, die nehme ich auch nochmal mit. Und ich weiß nicht, ob die hier so ganz, die sind jetzt 10 cm groß. Irgendwann ist es auch ein bisschen zu dick hier mit den Dingern, 22 cm. Vielleicht wechsle ich dann hier irgendwo in dem Bereich einfach mal die Farbe und teste dann auch nochmal andere Farben, damit das auch noch weiterläuft. Aber der hier, wie gesagt, auch ein großer Klassiker, die Minnows hier, bin ich auch gespannt, hat auch vor Jahren immer super funktioniert, fürs Zanderangeln zum Beispiel an der Achtuba. Da hatte ich damals ganz viele, als das Gewässer rauskam, da auch ganz viel mit probiert und getestet, lief immer wieder gut. Ich glaube, die sind mittlerweile alle schon so ein bisschen in der Vergessenheit geraten, weil es halt so viel anderes gibt, was man immer verwenden kann, ne? Also, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen durch und dann gucken wir, würde ich sagen, gleich einfach mal in den Kescher, was das denn so gebracht hat. So, das Ticket ist ausgelaufen. Wir sind zurück in der Base. Zack, und so sieht es aus. Kurz mal nach Preisen sortieren. Und dann sehen wir schon, der dicke, fette Zander ballert einfach gut rein. 30 Tacken für 5 Kilo Zander kann man noch gut machen. Aber genauso gut 30 Tacken für die Ladoga-Saiblinge. Und das ist doch richtig, richtig krass. Das lohnt sich doch mittlerweile wirklich gut. Ladoga-Saibling hier, aber auch Bach-Saibling schmeckt in Gänze jetzt gerade eben knappe 200 Silber. Kann man also machen. Und das noch mit sehr, sehr viel Rumtesterei und Rumprobiererei. Heißt also, wenn ihr jetzt schon die Köder wisst. Also, testet einfach mal aus. Blau und Gelb in Kombi scheint ganz gut zu gehen. Wenn das Ganze geholfen hat, den Kanal abonnieren, den Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.